So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ihr seid auch da, ich freue mich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk Radio. Wie immer freitags eine freie und offene Runde. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt mailen domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer unbedingt in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann auch gegebenenfalls sehr schnell zurückrufen können. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und freue mich drauf. Und der erste, mein erster akustischer Gast heute Nacht, das ist der Jürgen. Und Jürgen ist 46. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jürgen. Was ist dein Thema? Ja. Und zwar komme ich mal ein bisschen komisch in letzter Zeit vor. Ich werde immer, wenn Frauen boxen, ist geil. Ach, guck. Ja, also diese nette Frau, wie heißt sie, Halmich oder diese neue Kentikian, ja. Bei denen ist es mir aufgefallen, weil ich gucke sowas normal überhaupt nicht. Ja. Ich hasse auch Gewalt und finde es überhaupt ja. nicht gut. Aber dann ist es mir jetzt die letzten ein, zwei Jahre aufgefallen, wenn dann doch mal so ein Event war und ich war alleine, dass ich dann mit der Zeit, ja, das doch scharf finde, dass ja. sie sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Ja, und habe dabei natürlich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ach so, ich dachte, und ich habe dabei natürlich auch ein bisschen, hast du das auch? Wie bitte? Nein, hast du, erregt dich das dann körperlich auch? Ja, ja, ja. Natürlich, das ist also... Darauf wollte ich jetzt durch die Blume hinaus. Ja, das ist also so, das finde ich derart erregend, dass es meistens so sechste, siebte Runde, wenn die Gesichter langsam anschwellen, die vollkommen ausgepowert sind, ja. eventuell sogar schon ein besserer und ein schlechterer erkennbar ist, ja, ja dann... Dann merke ich eben, wie ich langsam geil geworden bin und habe so ein bisschen an mir rumgespielt. Sag bloß, und dann also so, sprich, siebte Runde oder so, dann, ja, dann hole ich mir eben auch einen runter. Siebte, achte Runde, so in der ja, Richtung. Ja, also... Dann muss für dich ja jetzt das kommende Wochenende ein Fest sein. Wegen, soweit ich weiß, jetzt ja? Samstag oder Sonntag, Samstag, glaube ich, kämpft Stefan Raab. Ja, das ist ein Mann. Ja, aber davor... Nein, und da werde ich auch nicht scharf, obwohl nein. könnte ich natürlich scharf werden, wenn die ihn haut. Ja, aber vorher glaube ich, boxen auch noch zwei Frauen. Richtig, zusammen. Genau, ja, da diese Kentikian oder ich, die ja, ich weiß nicht, will ihre Weltmeisterschaft verteidigen. Ganz genau. Und bei der ist es mir auch aufgefallen. Ja. Und da habe ich beim letzten Kampf mal ganz bewusst auf mich geachtet, weil ich komme mir da ja schon ein bisschen blöd vor. Und zum Beispiel, da hat die eine mal Blut gespuckt. Das fand ich überhaupt nicht sexy. Nee, da ist dann Schluss. Da, nee, das mag ich nicht. Also ja. das gefällt mir nicht, ja. das turnt mich null an. Aber wenn ich die in der Ecke sitzen sehe, so vor Adrenalin strotzend, ja. da also... Das, da geht's durch mit dir. Ja, weil das sieht so aus, wenn ich mir vorstelle, eine Frau wird sich so hingeben beim Liebesspiel. Ach so. Ja. Und dann derart fertig und ausgepowert und oh, das finde ich irgendwie total das, geil. Das weckt Sehnsüchte. Ja. So möchtest du es mal erleben. Also nicht genau so, aber so in der Richtung. Beim Liebesspiel, dass sie so ausgepowert, wegen dir natürlich, dass ja, natürlich. Du der Hengst warst und ja, sie genau. deshalb so fertig ist. Ja, ja die Wege der Sexualität sind unergründlich. Ne? Ja. Wenn du bist 46 Jahre alt ja. und hast früher, ganz also in früheren, jüngeren Jahren so etwas gar nicht empfunden. Nee, überhaupt nicht. Das kommt auch ein bisschen davon, deshalb hatte ich auch erst das schlechte Gewissen, weil meine letzte Beziehung, die hat mir eins auf die Nase gegeben. Und weil ich nicht abhauen konnte... Die hat dir eins auf die Nase gegeben? Ja, so. Und da habe ich ihr eine leichte Ohrfeige zurückgegeben. Und ja, ich war dann immer der Buhmann gewesen. Und dass sie mich, weil mir erst die Nase blutig geschlagen hatte, das hat überhaupt nicht gezählt. Aber vielleicht war dieser Schlag der Auslöser für diese deine Leidenschaft. Könnte möglicherweise sein, allerdings muss ich sagen, so tiefer gesehen, könnte es auch ein bisschen daran liegen, wenn man sich also solche Winzzwerge mit so einer Power vorstellt, wenn ich so eine Freundin hätte, die sich von niemandem was gefallen lassen bräuchte, da wäre ich ja matzmäßig stolz auch drauf. Ah ja. Das kommt da natürlich auch mit rein. Ja. Das sind so zwei Seiten. Nummer eins, ich finde es toll, wenn wenn die Frauen sich gegenseitig auf die Schnut hauen. Ja. Und andererseits bewundere ich die natürlich und finde es auch total sexy, wenn die da so hechelnd nur noch da hängen. Ja. Ja. Schweiß überströmt. Genau. Und Schweiß gebadet. Ja.
Ja, also ja, das kann ist einfach irre. Und bist du in einer Beziehung? Nee, ich bin jetzt auch schon 7 Jahre allein, aber das, ja, okay, das ist eben so. Deine Sexualität sonst ist aber... Null. Nur mit mir selbst. Ach so. Ja. Wie, keine, war so eine kleine Geschichte nebenher, so nein, eine also Nacht mal? Null. Nix. Also im neuen Jahrtausend hatte ich noch keinen sexuellen Kontakt zum anderen Geschlecht, also überhaupt. Das ist schade. Sehr schade, aber ich hatte auch so Probleme und ich denke mal, jetzt raffe ich mich langsam auf. Aber wenn Sex mit Frauen, dann die normale Nummer. Ja, also ich würde schon sagen, so zärtlich und auch hart oder ich würde mal, denke ich mal, normal. Ja. Aber wenn dann mal so eine Ekstase kommt, und so kommen die mir vor, also die sind ja dein Ekstase. Vielleicht resultiert das Ganze ja auch aus deinem, daraus, dass du so lange keinen Sex hattest, dass sich das so irre macht, wenn du die Frauen siehst. Kann ja auch sein. Das ist sehr, sehr gut möglich, ja. Aber die Erklärung, die du jetzt selbst gebracht hast, die ist schon irgendwie ein bisschen nachvollziehbar. Das kann man sich schon vorstellen, dass jemand da so funktioniert. Obwohl du gegen Gewalt bist, sagst du. Und, ja, absolut. Eigentlich passt das alles gar nicht so ins Bild rein, aber da fährst du dann drauf. Ja, da werden die Urtriebe geweckt. Die Urtriebe werden geweckt, so ist es. Du müsstest doch alles daran setzen, mal live bei einem solchen Kampf dabei zu sein. Also ich... Köln-Arena, das könnte ich ja eigentlich ruhig mal machen, weil das ja jetzt langsam auch salonfähig ist. Ja, aber nur habe ich das Problem, ne? Wenn ich dir das jetzt empfehle, dann sitzt Jürgen da auf den Rängen und wird geil wie 1000 Typen auf einmal und was dann? Ja gut, also ich meine, zur Not könnte man ja auf die Toilette gehen und sich Erleichterung verschaffen und andererseits glaube ich schon, wenn ich 7 Jahre auch so unrichtigen Sex ausgehalten habe, dann werde ich das da auch noch 1-2 Stunden schaffen und dann abends im Bett gemütlich. Das bezieht sich aber wirklich jetzt nur auf diesen Kampf. Wenn du die Frauen, also die Regina zum Beispiel so auf dem Foto siehst, ist das null. Ich meine, ich finde sie zwar, die sehen hübsch aus und sind sympathisch, aber da ist ansonsten nichts Sexuelles. Ja. Nee. Es gibt ja auch so Frauen catchen, ne? Da fahren ja auch manche Männer drauf ab. Ja, deshalb habe ich mich ja auch so gewundert und besonders eben, weil Gewalt eigentlich unnatürlich bei mir ist. Also hast du da in deinem etwas mittleren Alter, sage ich mal so, noch etwas entdeckt, was du vorher nicht kanntest, wie du sexuell funktionierst? Ja, eine Kleinigkeit. Also vor allen Dingen das auch mal sich selbst gegenüber zuzugeben. Ja. Was meinst du, wie viele Schwule zum Beispiel sich auch gerne Boxkämpfe angucken, da geht es vielleicht eher so um diese Tiere von Männern, die sich anzugucken, wo das vielleicht so in ähnlicher Weise abläuft wie jetzt bei dir, wie du es gerade geschildert hast. Ja, also. Und natürlich frage ich mich, da das ja Hunderttausende gucken, sind da vielleicht nicht auch ein paar Leute dabei, die geil werden? Ich glaube, du bist nicht alleine. Ich glaube, du bist damit nicht alleine, Jürgen. Ja. Also, wir können ja mal fragen, wenn hier jetzt noch jemand zuschaut, gerade zuhört, der in ähnlicher Weise empfindet wie unser Jürgen, ruf doch mal an, wir können dann noch einen kleinen Plausch hier halten in der Sendung. Also, sehr abstrus kam das mir am Anfang vor, aber jetzt kann ich mal langsam meinen Reim kommen. Ja, das ist ja auch okay. Schäme ich auch nicht mehr. Nein. Das war das komisch. Da muss man sich nicht schämen. Lieber Jürgen, du bleibst dran und hörst mal zu, vielleicht kommt ja noch jemand rein, der Ähnliches erzählt. Alles klar und mach weiter so. Dankeschön. Vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann mal wieder. Vielleicht, wer weiß. Alles Gute, Jürgen. Gut. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Kostenfrei, natürlich, für euch. Und E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, über das Boxen, über Politik, über was auch immer, dann meldet euch oder ruft an oder mailt. Hier ist Rainer und Rainer ist 45 Jahre alt. Hallo Rainer. Hallo Rainer. Ja, hallo Domian, ich grüße dich. Hallo Rainer. Grüße dich auch. Um was geht's bei dir? Ja, mein Problem ist, dass ich seit vielen, vielen Jahren verheiratet bin. Mhm. Nebenbei. Das heißt nebenbei, ich bin schwul, ich habe geheiratet, ich habe ein Kind, meine Frau hat alles rausbekommen. Mhm. Wann hat sie es rausbekommen? Vor 4 Wochen. Ach, so frisch? Ja. Hast du in all den vielen Ehejahren ein Doppelleben geführt? Ja. Hattest du auch eine schwule Beziehung
oder nur schwulen Sex ab und zu? Bis vor 4 Jahren nur ab und zu schwulen Sex. Aber wirklich nur ab und zu. Ja. Und dann aber auch dann hatte ich mal eine 2-jährige Beziehung. Wusste denn der Mann von deiner Frau? Ja, der wusste damals davon. Hat sich dann aber aufgrund dessen von mir getrennt. Klar, das war ja für den auch eine Belastung, keine permanente Belastung. Ja, wie hat deine Frau das jetzt vor 4 Wochen erst rausbekommen? Sie hat mein Handy kontrolliert. Der alte Trick. Waren einige SMS drauf. Warum hat sie kontrolliert? Hatte sie irgendein Misstrauen? Ja, sie hatte ein Misstrauen, weil ich die eine und andere, ja, ich nenne es jetzt mal Zeitschrift, in meinem Büro hatte, die halt auf das schwule Leben hingreifen gefunden. Mhm. Und hat sie dich da schon darauf angesprochen? Hier, was soll sie denn? Hat mich darauf angesprochen. Ich konnte mich noch diesbezüglich irgendwie abbinden. Aber nachdem sie die SMS gelesen hatte, die ich bekommen habe. Und die waren eindeutig. Die waren eindeutig und. Das waren Schweinereien. Für mich. In der. Bitte? Das waren irgendwie sexuelle Anspielungen in den Simsen, oder wie? Jein. Es waren liebe SMS. Ja. Mhm. So, jetzt hat deine Frau dich damit konfrontiert und hast du es dann gleich zugegeben oder hast du versucht, dich immer noch mal rauszureden? Ich habe mich dann mal wieder ausgeredet. Eine Woche später hat sie die nächste SMS, sprich sie hat mein Handy wieder kontrolliert, gelesen und dann habe ich zugegeben. Mhm. Wie alt ist dein Kind? 13. 13. Und ihr seid dann über 13 Jahre verheiratet? Wir sind fast 20 Jahre. Fast 20 Jahre. Warst du die ganzen 20 Jahre lang? Gab es das schwule Doppelleben? Die ersten Jahre nicht. Aber eine sehr lange. Die ersten 5-6 Jahre nicht. Und ansonsten war ich beruflich dermaßen eingebunden, dass ich da. Ja, ich saß mal einfach so. Ich hatte da keine Zeit zu. Aber immerhin einen sehr, sehr langen Zeitraum war es dann so. Hast du deiner Frau ganz reinen Wein eingeschenkt, dass das über so viele Jahre gelaufen ist? Nein, nicht 100%ig. Bitte? Ich habe das auf die letzten 5 Jahre beschränkt. Letzten 5 Jahre? Ja. Ist ja auch schon lange genug. Wie hat sie reagiert? Ich hatte gehofft, dass sie, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich hatte gehofft, dass sie sagt, nimm deine Sachen und verschwinde. Mhm. Das hast du gehofft? Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Ich hatte es aber irgendwie erhofft, weil ich irgendwie Zeit für mich allein brauche. Ich lebe also in keiner Beziehung. Ich bin allein. Will auch im Moment keinen Mann. Ich will endlich mal zu mir finden. Ja. Ich möchte mal ich sein. So, sie hat aber nicht gesagt, nimm deine Sachen und tschüss. Nein, ganz im Gegenteil. Sie hat gesagt, ich habe es ihr vorgeschlagen und sie hat gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage, du bleibst hier. Ich will mein Leben so als solches nicht aufgeben. Mhm. Dich, okay, ja. Mhm. Hat sie du aussiehst, nimm unseren Sohn mit. Hat sie gesagt, du sollst, das habe ich nicht verstanden, wenn du aussiehst, sollst du den Sohn mitnehmen oder sie nimmt? Ja. Du sollst den Sohn mitnehmen? Ja. Auch eine komische Forderung, ne, oder? Ja, eine Forderung, die ich, und das weiß ich ganz genau, nicht erfüllen kann, weil ich beruflich dermaßen eingebunden bin. Achso, damit wollte sie Druck auf dich ausüben. Ja. Hm. Was fordert sie jetzt? Sagt sie, okay, ich akzeptiere das, aber jetzt ist ab heute Schluss mit den Kerlen, oder wie? Nein, sie sagt mir, leb du dein Leben, ich lebe meins. Ach so. Aber das Ganze gemeinsam. Sie will das, ich nenne es mal einen Punkt, sie will das Finanzielle nicht aufgeben. Mhm. Ist ja eigentlich, aber das zeigt mir auch, dass sie sich wahrscheinlich schon auch innerlich lange irgendwie von der Ehe verabschiedet hat. Das hat sie, beziehungsweise das haben wir beide. Wir haben seit 6 Jahren keinen Kontakt mehr zueinander. Mhm. Also es ist eigentlich also schon so lange, schon so lange keine, fast wie eine WG nur noch. Ja, sicherlich, ja. Mhm.
Was spricht jetzt dagegen, das so zu machen? Das könnte man doch eigentlich sagen, okay, verstehst du dich eigentlich mit deiner Frau so ganz gut, was so das normale Leben anbelangt? Bis zu dem Tage, wo sie meine wahre Identität erfahren hatte, ja. Jetzt nicht mehr? Nein, ich schäme mich vor ihr. Mhm. Schämst dich, weil du sie so viele Jahre betrogen hast? Ja, natürlich. Mhm. Ja, würde ich auch. Hast du auch einen Grund zu, finde ich. Ja, das gebe ich auch zu und das tue ich auch und das habe ich ihr auch gesagt. Und Also die Scham ist so groß, dass du das eigentlich gar nicht kannst, mit ihr so jetzt so zusammenzuleben, als wäre gar nichts vorgefallen. Die Scham ist so groß, dass ich in der letzten Woche dreimal vorhatte, mich umzubringen. Mhm. Sehr ernsthaft oder nur mal so gedacht? Nein. Sehr ernsthaft. Mhm. Ich kann nicht mehr. Ich bin nervlich vollkommen am Ende. Dein Sohn, der kriegt das ja auch irgendwie mit jetzt. Wie ist das für den Jungen? Er hat diesbezüglich nichts mitbekommen. Aber er kriegt doch mit, dass zwischen euch irgendwas nicht stimmt im Moment. Dass da Anspannung ist oder... Oder versucht ihr so gut Schau zu spielen, dass... Ja, das versuchen wir. Mhm. Sicherlich kommt die Frage von ihm oder auch die Aussage, nehmt euch doch mal in den Arm und gebt euch doch mal einen Kuss. Und, oder die Frage, habt ihr euch denn noch lieb? Oder? Ich kann das verstehen, wenn du sagst, du hast gerade was ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Eigentlich will ich jetzt alleine sein, um zu mir zu kommen. Du bist 45 Jahre alt und hast jetzt über so einen langen Zeitraum ein unehrliches Leben gelebt. Ich habe ein unehrliches Leben gelebt, ja. Und jetzt ist die Chance mal da, Tabula Rasa zu machen und vielleicht sich zu konzentrieren, was möchte ich? Und da so einen Neuanfang zu machen, vielleicht auch ganz ohne das alte Leben, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich will natürlich auch nicht, ich will mein Kind nicht alleine lassen, um Gottes Willen. Aber sag mal, ich würde meinen Sohn nie im Stich lassen. Dieser Satz, wenn du gehst, dann musst du auch den Jungen mitnehmen. Hat die das ernst gemeint oder hat die das so aus der Wut heraus gesagt? Nein, es war ihr ernst. Ja, was hat die denn für eine Beziehung zu ihrem Kind? Das frage ich mich seit dem Tag auch. Wo sie genau weiß, du kannst dich nicht um ihn kümmern, weil du berufsmäßig so eingespannt bist, dass das gar nicht geht. Ja. Deswegen war gerade mein erster Gedanke, ist das jetzt ein plumper Erpressungsversuch, dass sie dich bei euch behalten will, um diese Konstellation zu bewahren. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Weiß sie von deinen Seelennöten, die du im Moment hast? Auch von deinen Überlegungen? Die interessieren sie nicht. Bitte? Die interessieren sie nicht. Interessieren sie nicht. Das heißt, sie ist auch ziemlich hart drauf. Ja. Vielleicht überspielt sie so, oder vielleicht wird so deutlich ihre große Verletzung, die sie eben auch hat, ertragen müssen. Ja, natürlich. Natürlich. Das habe ich auch schon in Erwägung gezogen. Das wiederum macht dich ja wahrscheinlich auch aggressiv, ne? Dass sie dich jetzt so... Ich bin nicht aggressiv. Nee? Ich bin in keinster Weise aggressiv. Weil die Schuld überwiegt. Ja, natürlich. Mhm. Ich bin einfach nur am Ende meiner Kräfte. Ich kann nicht mehr. Also der Traum wäre, wenn du frei entscheiden könntest, du nimmst ja eine eigene Wohnung, würdest den Kontakt natürlich halten zu deinem Kind und erstmal dein eigenes Leben führen. Wäre das so deine liebste Vorstellung? Ja, selbstverständlich. Ich würde auch weder meine Frau noch mein Kind in keinster Weise im Stich lassen. Ich bin glücklicherweise in der Lage, dass ich sie auch finanziell in jeder Hinsicht unterstützen kann. Mhm. Das ist überhaupt kein Thema, aber... Könntest du denn, ich frage das mal so, ich weiß nicht, was du beruflich machst, könntest du dich beruflich irgendwie so zurückfahren, dass du unter Umständen sogar mit dem, dass du den Jungen, dass der Junge bei dir leben könnte? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Sie ist ganz... Nicht, dass ich das nicht will. Aber es geht einfach nicht. Darf ich fragen, was du beruflich machst?
Nein, du möchtest es nicht sagen. Okay, dann respektiere ich das. Das ist auch jetzt egal. Definitiv lehnt deine Frau dieses Modell ab, das ich gerade beschrieben habe, dass du rausgehst aus der Kanzlei. Definitiv. Sie will das nicht. Ja, nur unter dem Aspekt, dass wir zu zweit gehen. Ja, das erschüttert mich geradezu. Also ich weiß nicht, was mit der Frau los ist. Also ich kann mir das nur wirklich so vorstellen, dass sie dadurch ganz massiven Druck auf dich ausüben will. Ich will mir nicht hoffen, dass ihr das Kind so egal ist, dass sie sagt, okay, dann nimm das Kind mit und ich habe da mein eigenes Leben und meine Freiheit. Gäbe es keine Möglichkeit, dass ihr beiden, deine Frau und dich und du, also eigentlich müsste das so sein, Rainer, bei so einer dramatischen Situation müsstet ihr an einem Tisch mit einem neutralen Moderator sitzen. Würde sie das machen? Also mit einem Eheberater, mit einem neutralen Fachmann. Also diese letzte Aussage liegt in einer Woche zurück. Und wir haben uns seitdem nicht mehr gesprochen. Sie ist zurzeit verreist. Hm. Ich weiß es nicht. So, pass mal auf. Ich finde, das wäre die allerklügste Lösung. Und wenn die Frau noch einen Funken Verstand und Vernunft und Verantwortung in ihrem Kopf hat, vielleicht beruhigt sie sich ja jetzt auch, sie ist gerade im Urlaub. Wäre das Allerrichtigste, wenn ihr wirklich unter der Anleitung eines Fachmenschen euch versuchen würde zu einigen. Wenn sie sich sträubt, finde ich, dass du aber auf jeden Fall alleine eine Unterstützung brauchst, eine Hilfe. Weil du bist wirklich fertig, das höre ich. Jemand, der dich wirklich etwas aufhängt und wirklich mit dir redet und plant und überlegt, was zu tun ist. Ich versuche seit Monaten dagegen anzukämpfen. Ja, siehst doch vielleicht auch mal von der positiven Seite. Endlich ist dieses ganze Lügengebäude auseinandergebrochen. Das ist doch auch gut. Das ist auch gut. Das machst du einen Neuanfang. Ja, für diesen Ausbruch bin ich ja auch sehr dankbar. Es hat mich so viel gekostet. Mhm. Domian, pass mal auf, wir nehmen jetzt mal das Gespräch hier vom Sender runter, weil du wirklich sehr, sehr, sehr aufgewühlt bist und führen das im Hintergrund weiter. Was ich jetzt spontan so gesagt habe, hast du jetzt mitbekommen. Im Hintergrund haben wir jetzt die Gelegenheit, das heißt du und meine Psychologin, in Ausführlichkeit zu sprechen, auch mit den einzelnen Beratungsstellen das mal durchzugehen, wo du hingehen könntest. Lass dich jetzt nicht hängen. Du hast doch eine Verantwortung für deinen Jungen, das musst du dir immer wieder ein. Und solche Gedanken kann man. Ja. Aber ich habe doch auch ein Recht auf ein Leben. Ja, und das finde ich auch, dass man da eben einen Versuch unternehmen unbedingt muss, dass das auch gewährleistet ist, dass es zu schaffen ist. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich sofort jetzt an, Rainer, okay? Alles Gute und viel, viel Kraft. Tschüss. Danke dir, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle mal ein Hinweis auf die nächste Woche. Das mache ich immer gerne schon freitags auf unsere Themen. Ja, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema: Soll ich oder soll ich nicht? Jeder von uns steht ja immer und immer wieder so vor dieser Frage. Soll ich etwas beichten? Soll ich etwas tun? Soll ich mich für etwas entscheiden? Was auch immer. Wenn ihr vielleicht im Moment in einer solchen Situation seid oder vielleicht schon länger wart und aber nicht weitergekommen seid, könnten wir in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sprechen, soll ich oder soll ich nicht? Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterhalten wir uns über Bettgeschichten mit allen Aspekten, die dazugehören. Bettgeschichten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt geht es weiter mit unserer offenen Sendung und hier ist der Michael und Michael ist 37 Jahre alt. Hallo Michael. Hallo Domian. Hallo Michael, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist zu harte Bestrafung. Zu harte Bestrafung? Ja. Das heißt, du bist zu hart bestraft worden? Ja, richtig. Inwiefern? Was ja, von meinem Vater. Und zwar, was hat er gemacht? Er hatte mit Stromschläge, er hat mich auf Erbsen knien lassen. Wie alt warst du da? Ich war 7 Jahre alt. Er hat dir Stromschläge verabreicht? Ja. Aus der Steckdose, Strom aus der Steckdose? Das heißt also den vollen, heftigen Strom aus der Steckdose? Ja, da war ich bewusstlos. Wohin hat er den Strom geleitet?
Der hat einen Nagel reingesteckt und... Ein Nagel? Ja, in die Steckdose. Mhm. Und ich wollte dran packen und wollte sie rausziehen und er tut den Schalter hoch. Mhm. Das heißt, der Strom ging direkt in die Hand dann? Ja. Mhm. Und du musstest auf Erbsen knien? Ja. Wie lange? 8 Stunden. 8 Stunden? Ja. Kann man 8 Stunden auf Erbsen knien? Ja, man kann, der Mensch kann viel. Ja. Aber das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Das sind höllische Schmerzen, sind das. Ja. Und obendran, ich musste dann noch ein paar Mausteine halten. Du musstest knien auf den Erbsen? Ja. Und in der Hand Mauersteine halten? Ja. Da warst du 7 Jahre alt? Da war ich 7 Jahre alt. Warum hat er das mit dir gemacht? Ja, weil ich nicht mit Puppen spielen wollte, weil ich mit Autos spielen wollte, weil ich habe eine transsexuelle Identität. Achso, du wolltest mit Puppen spielen und nicht mit Autos, oder umgekehrt? Nee, ich wollte mit Autos spielen, nicht mit Puppen. Ja. Und das warst du, jetzt muss ich gleich mal zur Erklärung fragen, du heißt jetzt Michael. Ja. Warst du als Kind äußerlich ein Mädchen? Ja. Also, dann ist es mir klar. Mhm. Also ich war früher ein Mädchen, jetzt will mich umoperieren lassen als ein Junge. Verstehe. Und der Vater hat gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind. Das Mädchen will mit Auto spielen, das ist kein normales Mädchen. Mhm. Also muss das Mädchen, das 7-jährige Mädchen, so bestraft werden? Ja. Ist das einmal passiert oder öfter? Das ging bis zum 20. Lebensjahr. Bis zum 20. Lebensjahr? Ja. Warum hast du es dir so lange gefallen lassen? Ja, wo soll ich denn hin? Die Verwandten hatten mich nicht zu sich geholt. Und ich bin allein nicht das schwarze Schaf gewesen. Bist du hier in Deutschland geboren? Ich bin geboren in Russland. Ich frage das von Dialekt her. Mir, das ja, ich komme aus Russland, aus Sibirien. Ach so. Und in welchem Alter bist du hierher gekommen? Da war ich 20 Jahre alt. Bin ich dann abgehauen, als ich genug Geld hatte. Ach so, du hast das Martyrium in Sibirien mitgemacht, bis du 20 warst und dann bist du abgehauen direkt nach Deutschland. Ja, weil ich das Land abscheute, mein Vater abscheute und das Leben da drüben beim Kommunismus. Mhm. Ist deine Familie deutschstämmig? Also, wir sind Spätaussiedler. Ja, das heißt, du hast auch in der Familie schon Deutsch gelernt? Ja, das ist das Altdeutsche. Das Altdeutsche, na, immerhin, aber man kann eben ganz normal dann sich unterhalten und verstehen. Ja, das ist das alte Hunsrücke-Deutsch. Verstehe. Achso, im Hunsrück wurde das so gesprochen? Ja. Ah ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn du in Sibirien aufgewachsen bist, dass man da nicht viel über transsexuelle Identität das und so... Das war strengstens verboten, man wusste, den Kommunismus. Ja, und du wusstest doch wahrscheinlich auch selbst nicht, was mit dir los ist, oder? Ich habe mich gefühlt wie ein Junge. Ich wusste, was mit mir los ist. Aber traut man sich das überhaupt dann zuzugestehen, wenn man merkt, dass die gesamte Umwelt einen für krank erklärt? Aber ich wusste, dass ich nicht krank bin. Das wusstest du? Ja. Da hast du ein sehr... klares, gesundes Selbstbewusstsein gehabt, schon. Ja. Weil, obwohl niemand zu dir gehalten hat. Ja, weil ich habe nur gedacht, die anderen sind schwach, ich bin doch stark, weil ich klar sehe, was mit mir los ist. Was ist denn mit deiner Mutter gewesen? Die hat das doch auch mitgekriegt. Das war ihr ganz egal, sie hat ja mitgemacht. Das war ihr ganz egal. Du hattest sicher auch Geschwister. Ja, meine Geschwister, die haben sich lustig gemacht. Das heißt, du hast eine ganz schlimme Kindheit und Jugend hinter dir. Ja. Und er hatte noch dafür gesorgt, dass mein Onkel mich vergewaltigt hat. Der Onkel dich vergewaltigt hat? Ja. Der eigene Vater? Ja. Aus Strafe? Ja, aus Strafe, da er sagte, wenn ich es nicht schaffe, aber jemand anders schafft es schon, dass du mit einem Junge schläfst. Dass du ein richtiges Mädchen wirst? Ja. Wie alt warst du da? Ja, mit 7 hat es angefangen bis zum 15. Lebensjahr. Nee, ich meine, diese Vergewaltigung, wie alt warst du da? Mit 7 Jahre alt. Auch schon im Alter von 7 Jahren? Ja. Also es ist ein klarer sexueller Missbrauch eines Kindes gewesen. Ja. Und das war auch nicht nur einmal, sondern bis du 15 warst? Ja. Boah, Michael, da hast du aber schlimme Sachen mitgemacht. Ist es dir denn gelungen, dann in Deutschland... relativ schnell Fuß zu fassen und ein normales Leben zu führen? Ich habe hier eine Berufsausbildung gemacht. Ja? Fühlst du dich denn heute, hast du ein Leben, von dem du sagen würdest, ich bin zufrieden? Was heißt zufrieden?
reden. Also ich kann diese seelische Belastung, was mich passiert ist, das habe ich noch nicht verarbeiten können. Das glaube ich. Weil ich leide heute noch wie ein Schlosshund darunter. Mhm. Du bist nie psychologisch behandelt worden? Nee. Hast du denn oft mit Menschen darüber gesprochen, so wie wir jetzt darüber sprechen? Nee. Wie oft hast du schon überhaupt darüber gesprochen? Das ist das erste Mal. Du redest jetzt das erste Mal darüber? Ja. Hast du hier Freunde in Deutschland? Gute Bekannten, aber ich will sie damit nicht belasten. Hm. Weil sie hat ihre eigenen Probleme mit ihrem Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass, obwohl das nicht gerechtfertigt ist, aber dass du dich auch schämst, oder? Ja, erstens schäme ich mich und zweitens, ich will sie nicht damit belasten, weil sie hat ihre eigenen Probleme. Hm. Ich sehe auch, was bei ihr hergeht. Also vorab gesagt, zu schämen brauchst du dich wirklich nicht. Du brauchst dich nicht schämen. Schämen muss sich dein Vater und deine Familie. Die haben sehr Schlimmes getan und sehr große Schuld auf sich. Ich hatte nochmal zu meiner Mutter gesagt, hättest mich doch lieber als Kind weggeschmissen in eine Mülltonne, dann wäre ich lieber gestorben. Und hat sie gesagt, oh, das ist ja ziemlich schlau. Die Gedanken hätten fast von mir sein können. Unglaublich, dass Eltern so mit ihren Kindern umgehen. Die Eltern leben noch in Sibirien? Ja, aber ich habe zu denen keinen Kontakt. Ich will den Rest meines Lebens nicht mehr wiedersehen. Haben die versucht, nochmal mit dir Kontakt aufzunehmen? Das weiß ich nicht. Könnte sein, dass sie jetzt denken, du verdienst hier viel Geld und oder mehr Geld als sie, dass sie von dir was haben. Könnte sein, ne? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich will sie nicht mal wiedersehen. Mhm. Ich habe es aus meinem Gedächtnis, will ich sie versuchen rauszuschmeißen. Verstehe. Du bist 17 Jahre jetzt in Deutschland. Ja. Erst 17 Jahre, das ist ja auch nicht so lang. Hast du inzwischen mal eine Liebe erlebt? Mhm. Nicht? Nein. Aber diese transsexuelle Verwandlung, sage ich jetzt mal, die ist schon so abgeschlossen, dass du jetzt Michael heißt. Früher hattest du wahrscheinlich einen Mädchennamen. Ja. Und es steht an, dass du operiert wirst? Ja, ich werde es in Frankfurt machen. Ja, das ist geplant. Ja. Und es wird in 4 Monaten sein. Es wird schon in 4 Monaten sein. Mhm. Ist das für dich wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiges Datum? Ja. Also ein ganz gravierender... Ich kann es kaum erwarten. Das glaube ich. Ein ganz gravierender Einschnitt in dein Leben, sprich, es beginnt dann ein neues Leben. Wo ich kann sagen, kurzer Lob und Dank. Mhm. Weißt du, Michael, du hast so viel durchgestanden. Und ich glaube, dass du auch ein zäher Kämpfer bist. Wenn du 20 Jahre eine Folter hast hinter dich gebracht und dann hast du diesen großen Kulturschock auf dich genommen, von Sibirien nach Deutschland zu gehen, was ja auch sehr schwer ist. Und hast dich jetzt hier durchgeboxt und jetzt steht sogar diese Operation an. Jetzt finde ich, solltest du, wenn du diese Operation geschafft hast, auch parallel dazu dich um deine Seele und deine Psyche kümmern. Um das zu annähernd zu bewältigen, was man dir angetan hat. Damit du dieses neue Leben auch genießen kannst, was dir in 4 Monaten beschert wird. Ja, das werde ich auch. Du musst wirklich eine ganz, ganz intensive und ausführliche Psychotherapie machen. Das werde ich auch machen. Warum hast du es noch nicht früher gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht getraut. Weil ich habe das Gefühl, dass man es mir hier nicht glaubt, weil es hier nicht so ist, dass die Leute so ihre Kinder misshandeln. Mhm. Doch, das gibt es leider Gottes hier auch. Das gibt es überall. Das gibt es auch in Deutschland. Ich habe es mir nicht getraut. Mhm. So, und du solltest auch zu einem Psychotherapeuten, der sich genau mit dieser transsexuellen Problematik gut auskennt. Ich weiß nicht, hast du Kontakt zu anderen Transsexuellen? Nee. Werden wir dir gleich auch noch eine Kontaktadresse geben? Es gibt so eine bundesweite Selbsthilfeorganisation, Gruppierung von transsexuellen Menschen? Ja, weil ich wohne hier in Emsland. Ja. Und ich weiß nicht, ob es hier in Papenbusch sowas gibt. Das weiß ich auch nicht genau, aber du könntest das dann, wir kriegen das raus für dich, dass du vielleicht dann irgendwo in Hamburg oder zumindest telefonisch erstmal einen Anlauf hast und dass du vielleicht über diese Gruppierung auch einen guten Psychotherapeuten für dich findest, weil die sind vernetzt mit den ganzen entsprechenden Fachleuten. Aber ich finde es gut, dass du angerufen hast und möchte dir meinen Respekt aussprechen. Wenn man das zum ersten Mal erzählt und dann auch noch einem fremden Menschen und in der Öffentlichkeit, ist das Sie sind ja für mich nicht fremd. Ja, ja.
Aber dennoch finde ich das eine tolle Leistung. Eine tolle Leistung. Weil ich habe hier schon mal von Ihnen eine Autogramm mal bekommen und da bin ich sehr stolz drauf. Ja, das habe ich auch gerne geschrieben. Und ich bin sehr froh, dass es Ihnen gibt, dass es diese Sendung gibt und ihr ganzes Engagement vor Leuten, die es Ihnen schlecht geht. Mhm. Und ich bin sehr, sehr froh. Aber ich biete dir natürlich das Du an, weil ich habe dich ja auch geduzt. Ach so, entschuldige. Nein, das ist nicht schlimm. So, Michael, nochmal gesagt, ich finde es ganz toll, dass du den Mut hattest, anzurufen und zum ersten Mal darüber zu sprechen. Das ist der erste Schritt gewesen. Jetzt muss es weitergehen. Ja. Was deine körperlichen Geschichten anbelangt, das hast du ja alles schon organisiert und das ist in guten Händen. Mhm. Das Psychische und Seelische muss jetzt auch weiterlaufen. Dafür kriegst du jetzt noch eine Beratung von meiner Psychologin und sie wird dir diese bundesweite Kontaktgruppe der Transsexuellen nennen, wo du Kontakt aufnehmen kannst. Gut. Und dann drücke ich dir von Herzen die Daumen und wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute, wenn du dann endlich ein Mann bist. Jo, ich danke dir sehr herzlich. Alles Gute, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Christiane, 24. Guten Morgen, Christiane. Hallo. Hallo, Christiane. Jan. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich eine Affäre mit einem Arbeitskollegen habe, der eine Freundin hat. Hm. Also, ja. Wie lange schon? Das Ganze läuft jetzt seit einem Jahr. Ach, schon ein Jahr? Ja. Der hat eine Freundin. Ich hoffe mal, dass du keinen Freund hast, auch noch nebenbei. Nein. Du also bist... Ich bin Single sozusagen. Arbeitskollege, das heißt, da ist natürlich die Versuchung groß, den sieht man jeden Tag. Und ganz genau. Läuft das komplett geheim oder weiß man in der Firma Bescheid? Nein, es weiß wirklich keiner Bescheid. Also niemand, auch nicht die beste Freundin? Also klar, also in der Firma weiß es keiner. Bei ihm wissen seine besten Freunde, ja. Zwei Stück und meine zwei besten Freundinnen. Also. Ist das eine so eine Sexaffäre oder ist das eine für dich schon eine große Liebesaffäre? Also es fing eigentlich alles als Sexaffäre an. Es war am Anfang eigentlich auch geklärte Fronten. Er bleibt mit seiner Freundin zusammen und war irgendwie auch ganz schön und und irgendwie hat sich dann von meiner Seite aus mehr entwickelt und ich dachte, so wie er sich gegenüber mir verhalten hat, dass von seiner Seite da irgendwie auch mehr wäre, weil es waren teilweise irgendwie auch Tage, dass wir dann irgendwie nach der Arbeit ein paar Stunden zusammen verbracht haben, wo wir wirklich nur geredet haben und wirklich gar nichts war. Mhm. Und dann geht man irgendwie nicht so davon aus, dass es ja irgendwie dann doch nur der Sex ist. Und du meinst aber heute, dass es für ihn eigentlich eher doch nur eine Sexaffäre ist? Ja, ich bin ich glaube, es ist jetzt 3 Wochen ungefähr her, da hatte ich, sag ich mal, so einen richtigen Zusammenbruch, so dass ich echt angefangen habe zu weinen und ihm gesagt habe, dass ich ihn liebe. Und er war dann erstmal ziemlich geschockt, er hat damit überhaupt nicht gerechnet. Echt? Er hat nicht damit gerechnet? Hat er nicht gemerkt, dass du noch sehr viele Gefühle schon für ihn hast? Wahrscheinlich hat er das mehr so als freundschaftlich gedeutet und da ich eigentlich auch eine ziemlich herzliche Person bin, eigentlich immer sehr nett zu anderen Leuten ist, sich eigentlich auch mit jedem eigentlich sehr gut versteht, hat er das wahrscheinlich dann gedacht, ja, nach dem Motto, die findet mich auch ganz nett und ist dann noch ein bisschen netter zu mir als noch zu anderen, wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung. Ja. Also ist diese große Liebeserklärung erst vor kurzem, hat die stattgefunden von deiner Seite aus? Ja, ganz genau. Seine Reaktion war, hat er was richtig gesagt und kommentiert dazu? Ja, also erstmal hat er überhaupt nichts gesagt, er hat mich aber nur getröstet, was ich ja in dem Moment eigentlich auch schon mal ganz nett fand, aber hatte mir dann, als ich mich dann so ein bisschen beruhigt hatte, mir dann auch ganz klipp und klar gesagt, dass er mich zwar nett findet und der Sex auch ganz toll ist, aber er kann sich bei meinem besten Willen keine Beziehung vorstellen. Also diese Gefühle wären in gewisser Weise bei ihm nicht da. Das ist natürlich krass, ne? Wenn man das denn hört. Ja, da muss ich auch echt... Das ist krass. Aber ich bin ja schon mal froh, dass er es so gesagt hat. Ja, darüber war ich auch froh, weil ich denke mal, was hätte er sonst groß sagen sollen? Naja, er könnte gut mit deinen Gefühlen spielen. Das wäre nicht das erste Mal, dass er sagen würde, ja, gib mir Zeit, ich weiß es noch nicht so genau und um dich einfach so bei der Stange zu halten.
Ja. Aber für denjenigen, der liebt und mehr will, ist das natürlich der Schuss ins Herz, ne? Ja. Klar. Das ist auf alle Fälle so. Und ja, nun? Grade. Ja, das ist eben eine absolute Zwickmühle. Erstens mal, man sieht sich jeden Tag. Und arbeitet ihr so nah zusammen, dass ihr euch wirklich im gleichen Raum oder über den Flur jeden Tag läuft oder wie ist das? Doch, also wir sehen uns auf jeden Fall jeden Tag und sei es nur in der Kaffeeküche, aber durch die Arbeit ist es einfach so, dass man mindestens telefoniert oder sich trotzdem sieht, wenn man irgendwelche Unterlagen hin und her bringen muss und so. Und es lässt sich beim besten Willen einfach nicht vermeiden. Was ist jetzt so, was hat sich in dir so abgezeichnet, wie es weitergehen soll für dich? Ja, das ist, auf der einen Seite denke ich mir, damit es mir besser geht, müsste ich die Sache eigentlich komplett beenden und sozusagen nur noch ein professionelles Arbeitsverhältnis mit ihm haben. Auf der anderen Seite habe ich ihn natürlich super gern und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, kommen natürlich diese ganzen Erinnerungen hoch, die schönen Stunden, die ich mit ihm hatte. Und jetzt war er, gestern war er auch bei mir, wegen einer Finanzgeschichte und so, weil er mir dabei helfen wollte. Und irgendwie habe ich ihn wohl durch meine Art oder sonst irgendwas unbewusst irgendwie angemacht und hat er irgendwie angefangen, mich zu küssen und so. Und da ging es wieder los. Da ging es wieder los, ja. Aber ich war irgendwie innerlich total hin und her gerissen. Also, aber ihr habt schon miteinander geschlafen? Nee, das nicht. Also ich habe die Sache eigentlich dann vorzeitig beendet. Der sagt eindeutig, dass er sich keine Beziehung mit dir vorstellen kann. Du träumst davon, dass du mit ihm eine Beziehung hättest. Ja, in gewisser... Ja, ich denke mal, meine Denke ist in gewisser Weise so, weil wenn jemand ein ganzes Jahr lang neben seiner Beziehung eine Affäre hat und das ist, sage ich mal, nicht nur wirklich reiner Sex ist, vögeln und dann wieder weggehen, denke ich mir, dann muss in der Beziehung doch einiges kaputt sein und er muss sich doch in gewisser Weise auch einiges vormachen. Das kann vielleicht sein, aber das heißt nur nicht, dass das für dich spricht. Natürlich ist er in der Beziehung nicht was in Ordnung und das spricht auch nicht für den Typ, dass er das übrigens macht, dass man davon ganz abgesehen. Ja. Aber selbst wenn da in der Ehe oder in der Beziehung vieles schief läuft und er nicht mit sich im Reinen ist, das heißt noch lange, lange nicht, dass er dich deshalb liebt. Offensichtlich tut er es nicht. Man versucht natürlich immer zu interpretieren und das hinzubiegen, aber ich glaube, das ist so eindeutig, was der gesagt hat. Wahrscheinlich bist du nur so eine nette, freundliche Person, mit der man super Sex haben kann und für den ist das ganz praktisch. Und das macht auch so ein gewisses Prickeln und so eine gute Anspannung bei der Arbeit, in der Arbeit jeden Tag. Das macht Spaß. Das ist einfach, das ist gute Laune. Vielleicht bist du einfach nur so ein gute Laune-Drink für den. Ja. Mal ganz böse ausgedrückt, aber die Richtung, glaube ich, ist das schon so. Nein, also meine beste Freundin tendiert da in die gleiche Richtung. Ich finde, was du gerade gesagt hast, ist richtig. Das ist wirklich richtig, dass du, das ist schon hart genug für dich, dass du den jeden Tag siehst. Aber dann schränke zumindest die Sexualität ein. Nee, schränke sie nicht ein, sondern beende sie. Ja. Weil natürlich, wenn man in jemanden verliebt ist und man dann noch Sex wieder mit dem hat, dann reißt es jedes Mal die Wunden neu auf. Ja, das ist doch alles wieder mal neu rum. Ja, ist doch völlig klar. Und du wirst immer wieder, du hast es einmal schon so eine Erfahrung gemacht, du wirst auch hin und her gerissen sein, du wirst hinterher noch trauriger sein, dann stürzt du noch tiefer ab, dann hast du vielleicht eine Stunde die Illusion, er ist dein, aber er ist nicht dein. Ja. Also ich finde, Christiane, wenn du das schaffst, brich's ab. Ja. Aber dann aber auch ganz konsequent. Ja, das Wissen tue ich das. Das ist nicht das Thema, nur... Aber das ist schon gut, wenn du das weißt. Vielleicht wirst du noch ein paar Mal schwach werden und merken, wie schlecht es dir dann geht und dann hast du es kapiert innerlich. Ich glaube, so funktionieren wir Menschen einfach. Manchmal reicht die Ratio nicht aus. Wir brauchen immer die Holzhammer-Methode, ehe wir es kapieren. Aber der Weg ist schon mal da, glaube ich. Wenn du es so siehst, deine beste Freundin, die kennt dich gut, die sieht so, und ich habe sie als aus Außenstehender jetzt auch so gesagt, das wird schon in die Richtung sich dann entwickeln. Ist eine harte Zeit, aber musst du durch. Ja.
Kann man wohl nichts machen. Nee, nee, kann man. Ja, man kann sich neu verlieben. Das ist immer die beste Medizin gegen Liebeskummer. Neu verlieben. Ja, das stimmt. Das Augen sollte auf. Ich mal am Wochenende beherzigen. Genau. Geh da mal ganz offen raus und lass es dir gut gehen. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Liebe Christine, alles Liebe wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht es mit der Sandra. Die Sandra ist 33. Guten Morgen, Sandra. Hi, Domian. Also Sandra, was ist dein Thema? Mein Thema. Ich bin eigentlich darauf gekommen, wegen der Anna Mittwoch, falls du dich dran erinnern solltest. Die hat angerufen und hat gesagt, dass sie sehr beleidigt wurde von ihrem Freund, dass sie sehr darunter leidet. Ja. Mhm. Die 5 Monate mit ihrem Freund dort zusammen war. 19 Jahre war sie alt. Richtig, genau. Mhm. Und erst habe ich gedacht, nee, ich rufe nicht an. Und dann habe ich mir überlegt, ich rufe doch an, weil ich bin doch nicht die Einzige. Mhm. Das heißt, dir geht es auch so? Ja, also die Sache sieht so aus, ich hatte eine 2-jährige Beziehung. Mhm. Du hattest sie? Ja. Mhm. Und das war meine große Liebe. Mhm. Also ich hatte schon Freunde vor ihm, aber das war nie so innig und nie so tief und naja, gut. Und das fing irgendwann wie nach circa 3-4 Monaten an mit Beleidigungen, also mit den fiesesten Sachen, mit ja, das sind Sachen, die man hier eigentlich gar nicht sagen. Also so wie die Anna hat ja auch einige Beispiele ausgesprochen, wo wir alle zusammengezogen sind, wie der Freund sie beleidigt hat, mit welchen Schimpfwörtern. War das bei dir auch so? Ja, das ging, es ist noch ein bisschen extremer. Ich glaube, auch Anna weiß auch, wovon ich rede, wenn ich hier nicht sage. Oder sag doch mal, durchaus, ich meine, um es mal einfach zu verstehen, nenn doch mal sein Wort, was er zu dir gesagt hat. Dumme Hackfresse. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also zum Beispiel die Sätze, ich arbeite nur so lange, damit ich deine dumme Hackfresse nicht sehen muss. Mhm. Du siehst aus wie eine aus dem KZ. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir haben uns kennengelernt damals im Dezember 2004. Mhm. Und da habe ich 72, 73 Kilo gewogen. Ja. Und ich bin 1,73 groß, zur Information. Und ich wiege heute 54. Und das hat sich... Da bist du während der Zeit, hast du immer mehr abgenommen. Ja, aber nicht innerhalb von 2 Jahren, sondern innerhalb von 1 Jahr, weil die 54 habe ich jetzt schon längere Zeit drauf. Abgenommen vor Kummer? Ja. Hm. Aber es war keine wirkliche Essstörung, sondern... Nein. Das war wirklich nur seelisch. Also eine seelische Geschichte. Ja, ich habe irgendwann so viel Angst gekriegt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt zum Arzt, ich will das jetzt wissen. Mhm. Und mein Arzt kennt mich seit über 15 Jahren und hat wirklich einen Schreck gekriegt. Mhm. Und er hat mich komplett untersucht mit allem drum und dran. Und er hat nachher gesagt, ja, das ist tatsächlich nur seelisch, weil er hatte auch Angst, dass das vielleicht was sehr Schlimmes ist. Also zum Beispiel Krebs, Magenkrebs oder sowas. Ja. Und das war halt nicht der Fall. Sandra, um das zeitlich für mich richtig einzuordnen, wie lange bist du jetzt getrennt von diesem Mann? Wir sind jetzt, am 3. April sind wir 4 Monate getrennt. Ah ja, erst seit 4 Monaten. Hat er dich auch geschlagen? Ja. Schlimm? Ja, sehr. Also... So, dass du verletzt richtig warst? Ja, richtig verletzt. Also ich war im Krankenhaus wegen einer ausgekugelten Schulter. Die ist heute noch nicht in Ordnung. Mhm. Da hat er mir noch die Schuld gegeben, dass sein Bruder ihn nicht besuchen konnte, weil wir im Krankenhaus verbracht haben. Das war Silvester vor einem Jahr. Hast und mehrere Rippen gebrochen, ins Gesicht geschlagen mit der Faust. Dazu, er war ehemaliger Boxer. Ach du je. Und erzählt jetzt halt überall rum, dass ich ihn geschlagen hätte, was natürlich absolut lächerlich ist. Und nur mal angenommen, ich hätte es gemacht, dann das wäre, ja... Also, ach, es ist absurd, da muss man gar nicht drüber reden. Ja, also er sagt, er hätte sich nur gewehrt, aber ich frage mich, wenn man jetzt über einem steht und... Hast du ihn angezeigt? Nein. Von wem ist die Trennung ausgegangen? Von ihm. Von ihm? Von ihm, weil was für eine schwache Leistung von dir? Ja, das weiß ich, das habe ich schon längst erkannt. Nur das Problem ist halt, wir haben zusammengelebt. Mhm. Wie gesagt, ich war ihm verfallen sozusagen. Mhm. Wir haben zusammengelebt und da haben wir uns ständig gestritten, weil er halt auch sehr, ich will mal sagen, pervers war.
Was heißt einige das? Sachen auch gemacht hat, die ich nicht wollte. Was denn zum Beispiel? Ja, so Lacklederstiefel. Ah ja. Hört sich jetzt lächerlich an, aber es gab halt extreme Sachen, was man halt mit diesen Stiefeln zum Beispiel. Magst du ein Beispiel sagen? Nicht so gern. Okay, denn es war sehr schlimm für dich auf jeden Fall. Ja. Du sollst etwas tun, was du überhaupt nicht wolltest. Ja. Und die Sache ist halt die, dass er dann halt lieber im Internet Frauen angeguckt hat, gesammelt hat, wie Briefmarken. Sag mal, Sandra, du bist eine erwachsene und erfahrene Frau von 33 Jahren. Die Anna war 19, wenn ich mich erinnere. Du hast gerade das Wort, ich war dem verfallen. Reicht mir noch nicht so aus. Was ist deine Theorie? Du hast wahrscheinlich jetzt viel schon drüber nachgedacht. Warum bist du bei dem Mann geblieben? Warum bist du nicht ganz frühzeitig schon abgehauen? Das kann ich dir nicht sagen. Macht dich das für dich nicht, stürzt sich das nicht ins Grübeln? Und nach dem Motto, warum funktioniere ich so? Ich habe ja gar nicht mehr funktioniert. Nee, du hast insofern funktioniert, du bist bei ihm geblieben. Ja, aber ich habe nicht mehr für mich gelebt. Ich habe nur noch für ihn gelebt, nur noch seine Sauereien da. Ja. Und das meine ich. Warum macht ein Mensch das? Warum macht das? Du wirkst für mich jetzt im Gespräch wie eine sehr selbstbewusste Frau. Ja, überhaupt nicht. Ja, aber so klingst du für mich. Ja, aber vielleicht bist du sogar im normalen Leben so, in deinem Beruf. Ich weiß nicht, was du machst. Nein, er hat mir alles genommen. Also er hat mir meine Freunde genommen, er hat mir meine Arbeit versaut. Also ich bin gekündigt worden dadurch. Ich war in einem festen Arbeitsverhältnis über 7 Jahre lang. Sehr glücklich. Was hast du beruflich gemacht? Ich war im Einzelhandel. Und es war aber als spezielle Einzelhandel. Also nicht irgendwo im Einkaufsladen oder so. Also ja, ja. Jetzt hat er dich verlassen. Mit welcher Begründung? Ja, ich hätte ihn unter Druck gesetzt. Weil ich gesagt habe, ich kann mit diesen Sachen nicht leben. Ich kann damit nicht leben, dass du dir Frauen im Internet anguckst, dir dabei einen runterholst, wenn ich im Schlafzimmer bin. So, bist du denn froh, dass du los bist? Oder bist du irgendwie ambivalent, hin und her gerissen? Ja, sehr. Hin und her gerissen? Ja, hin und her gerissen. Weil wir haben immer noch sozusagen ja mehr oder weniger Kontakt. Aber meistens kommt es von mir aus, weil ich es irgendwie nicht an mich halten kann. Und er sagt dann ständig so, ja, wir können uns ja treffen und lass uns doch treffen. Und das ist doch Wahnsinn. Gestern kriegte ich zum Beispiel die SMS, ich liebe dich immer noch. Und was kann ich dafür, dass ich so schwach bin? Und das ist für mich keine Entschuldigung. Also er hat mich seelisch und körperlich kaputt gemacht. Und das wollte ich der Anna, ich hoffe, dass sie heute zuhört, der Anna nochmal sagen, dass sie bloß nicht so schwach sein soll wie ich. Sie soll diesen Mann verlassen, sie geht kaputt, sie geht elendig zugrunde. Das sagt dir deine Ratio, ne? Deine Vernunft sagt das. Ja. Die aber über dich nicht so eine Macht hat. Überhaupt nicht. Ich war auch heute beim Arzt nochmal wegen der Therapie. Ja, das wollte ich ja gerade wirklich dringend, wirklich ganz dringend anraten, Sandra. Ja. Du musst da fachkundige Hilfe haben. Also er hat ja auch unsere gemeinsame Wohnung heimlich gekündigt und ist jetzt heimlich in eine andere gezogen, in eine andere Stadt, ich weiß auch nicht wo. Warst du, also die Sendung ist leider gleich vorbei, Schlussfrage noch, warst du früher, gab es früher irgendwas Ähnliches in deinem Leben oder war das zum allerersten Mal so ein Typ? Er hat das fast zum Überlaufen gebracht. Also ich hatte früher auch Freunde, die mich belogen haben, aber er hat alles in allem gemacht, also belogen, geschlagen, betrogen. Also liebe Sandra, du musst auf jeden Fall was Therapeutisches machen. Ich würde dir gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Können Sie gerne machen. Dann liegst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, schönes Wochenende. Bis nächsten Montag. Mach's gut. Tschüss. 2 Uhr.